Wenn auch ihr den kleinen Kobold Pumuckl nicht sehen könnt, er kann euch recht gut sehen. Und zwar sieht er einige von euch des Öfteren, wenn sie von der Schule kommen oder in die Schule gehen. Natürlich hat er auch irgendwann schon das Wort Schule gehört, aber so ein Kobold kann sich gar nichts darunter vorstellen. Und von den Dingen, die die Kinder über die Schule reden, versteht er überhaupt nichts. Er kommt sich ganz dumm dabei vor. Und darum wollte der kleine Kobold der Sache einmal auf den Grund gehen. So begann er eines Tages, den Meister Eder zu fragen. Du, wollt ihr mal etwas? Hallo? Hallo? Ja, was ist denn? Kannst du jetzt mal schnell mit dem Hobeln aufhören? Was sagst du? Ob du mal aufhören kannst, ich muss dich was fragen. Frockert, kann doch nebenher gut antworten. Nein, nicht nebenher. Ich muss dich eine ganz wichtige Frage fragen. Also so eine wichtige Frage also muss ich gut, dich fragen. Wenn es so wichtig ist. Ja, sehr wichtig. Sag mal bitte, also danke schön, dass du mit dem Hobeln aufgehört hast. Ja. Sag mal, was ist eigentlich eine Schule? Was eine Schule ist? Ja. Meine Schule. Du hast das große Haus gesehen. Weißt du, gegenüber von der Wirtschaft, wo ich mein Bier hole? Ja. Das gelbe große Haus mit den vielen Fenstern. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das ist eine Schule. Eine Volksschule. Volksschule. Ui. Naja, Volksschule halt. Da müssen alle Kinder reingehen, damit sie was lernen. Ah, da geht man einfach rein und lernt. Und du, wie macht man das Lernen? Spaziert man da so in dem Haus herum? Nein, nicht herumspazieren. In dem Haus sind viele Zimmer und in jedem Zimmer sind Bänke und Tische. Und an den Tischen, da sitzen die Kinder. Und vorn, da ist ein Pult, da sitzt der Lehrer. Und der Lehrer bringt den Kindern was bei. Was bringt er denen bei? Halt's Lesen und Schreiben und Rechnen und was man halt als Mensch alles können muss. Ui, du, und ein Lehrer, ist das auch ein Mensch? Ja, freilich, und ein ganzer Gescheiter noch dazu. Noch dazu? Zu was noch dazu? Ja, dazu, dass er noch nett ist zu den Kindern und auf sie aufpasst und überhaupt halt nicht. Also ich bin gerne in den Schulgang. Und du, ich möchte auch gerne hingehen. Du? Ja. Na, das ist nichts für einen Kobold. Weißt du, in der Schule, da darf man keinen Unsinn machen. Da muss man still sitzen und aufpassen. Na, das kannst doch du nicht. Schau mal, wie still ich sitzen kann. So still. Ja, aber nicht lang. Das ist ja schon sehr lange jetzt. Und außerdem sieht mich ja keiner, wenn ich mich bewege. Ich bin ja unsichtbar. Nein, da kommst du plötzlich auf dumme Einfälle und machst da mal durcheinander. Na, sowas kann man in einer Schule nicht brauchen. Eine Schule ist eine ganz ernste Sache. Und ich bin ein ganz ernster Kobold. Ja, ja. Schau mal, wie ernst ich sein kann. Mhm. Ich kann sogar ein Gedicht mit Ernst machen. Also so, wenn du lernst, bist du ernst und entfernst du den Ernst, bleibst du dumm, rumschrumbum. Ja, das ist ein sehr ernstes Gedicht, nicht wahr? Ja, nicht schlecht. Trotzdem ist es, glaube ich, besser, du bleibst daheim. Für einen Kobold bist du gescheit genug. Ich will aber lernen. Ich will nicht so dumm sein und wieder Käse einkaufen statt Schokolade. Eben. Nur weil ich nicht lesen kann, was auf dem Silberpapier und auf dem Goldpapier aber steht. Aber du brauchst doch nichts einkaufen. Und was du willst, das kriegst du von mir. Und überhaupt, wenn schon, dann muss man jeden Tag in die Schule gehen und jeden Tag Hausaufgaben machen. Und man muss eine Tafel haben und ein Heft. Das ist ja alles noch größer als du. Nein, das geht nicht. Also, wenn der Pumuckl will, dann geht alles. Da, guck mal, da, der Hobel fällt runter und die Raspel. Du, hörst du nicht gleich auf? Nein, weil ich dir zeigen muss, dass ich alles kann, wenn ich will. Mit dem Bleistift, da kann ich zum Beispiel einen Strich Gib's machen. Gib's nicht gleich den Bleistift. Und da, der Bleistift fällt runter, wenn ich will. Ja, ich glaub das schon, dass du allerhand fertig bringst. Aber in die Schule gehen, das weiß ich, das ist nichts für dich. Überhaupt nichts, weißt du, überhaupt nichts. Ich gehe nämlich einfach und zwar jetzt sofort auf der Stelle. Jawohl! Hui! In die Schule! Pumuckl, Herrschaftszeiten! Ach, jetzt ist er einfach davon. Mei, dies wird was werden. Und schon war er mit einem Riesensatz zum Fenster hinausgesprungen. Den Bleistift hat er allerdings dabei verloren, aber das war ihm jetzt egal. Er rannte schnurstracks in das große Schulhaus. Da war gerade überall Unterricht, sodass es ziemlich still in den Gängen war. Das ist aber alles sehr groß. Große Treppen, große Gänge, große Türen.
Wie es hier riecht. Komisch. Und so viele Türen. Und alle zu. Ob die Kinder hinter den Türen sind? Wie komme ich da bloß rein? Ich muss einfach warten, bis einer aufgeht. Ja. Da höre ich was. Mal ganz nah an die Türe hingehen und horchen. Hans, was ist denn? Ich muss raus, Herr Lehrer. Immer diese Unterbrechungen. Na, dann geh schon. Danke. Weiter. Die Treu an einem goldenen Strick. Ticke, ticke, tick, tick, tick. Gut. Von was für einer Uhr war jetzt in das der ersten Strophe die Rede? Von der Taschenuhr. Bin schon richtig. Und dass die Uhr klein ist, hört man auch an dem Tickel-Tick-Tick. Beim Wecker heißt es Teckel-Teckel-Teck-Teck und so weiter. Kann jetzt jemand schon die erste Strophe auswendig sagen? Ja, ich kann's, Herr Lehrer. Also, probier's, Fritz. Tickel-Tickel-Tick-Tick-Tick, bin klein und hab doch viel Geschick. Ich knirps und tasche Lilliput, bin lange, lang noch nicht. Auf dem Schuh. Nicht vorsagen, Gerhard. Ich hab nicht vorgesagt. Wenn du schon so gut weißt, dann sag's weiter. Bin lange, lang noch nicht kaputt, dien treu an einem goldenen Strick. Tickel, tickel, tick, tick, tick. Tick, tick. Nein, das waren zwei Tick zu viel. Ich hab aber gar nicht zwei zu viel gesagt. Ruhe. Ich hab das Gefühl, ihr seid heute recht albern, ja? Weiter zur nächsten Strophe. Die handelt von einem Wecker. Peter, lies sie vor. Teckel, teckel, teck, teck, teck. Willst du, dass ich dich morgen weck? Dann stell den Zeiger auf das Eck. Aber Kinder! Weiter, Peter. Stör deinen Schlummer dreist und keck. Teckel, teckel. Deckel weg. Ruhe! Jetzt wird's mir aber zu dumm. Wer ist denn das immer, der diese Bemerkungen macht? Natürlich. Keiner. Also, wenn es keiner war, dann waren es alle und das schreiben alle das Gedicht bis morgen zweimal ab. Oh. Ganz einfach, nicht wahr? Aber Herr Lehrer, wir haben noch... So, jetzt ist sowieso Pause. Hinaus mit euch, die Gesellschaft. Jetzt ist der Pumuckl schon eine halbe Stunde weg. Der wird doch nicht in der Schule bleiben. Hoffentlich stellt er nicht so viel an. Tickel, tickel, tick, tick, tick. Willst du, dass ich dich morgen weg? Ja, mei, da bist du ja wieder. Ja, bin ich froh. Ja, das ist nämlich jetzt Pause. Und da bin ich heimgegangen. Es ist sehr schön in der Schule. Die machen lauter Reime wie der Pumuckl. Was denn sagst du? Ja, und wenn ihnen kein Reim einfällt, dann machen sie eben so selber irgendwelche Worte. So zum Beispiel, also so. Geschick, tick, tick. Keck, teck, teck. Das ist ganz einfach. Kommt daher ein dicker Mensch, reim ich Pinsche, Pansche, Pensch. Sehr schön. Na, also, ich weiß nicht. Hoffentlich hast du nicht was falsch verstanden. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich weiß, was ich falsch mache. Man muss ein Gedicht mit so einer Stimme sagen. Bin lange, lang noch nicht kaputt, diene treu dir auf dem Schut. Rat mal, von was für einer Uhr war jetzt die Rede? Aber von einer Uhr war doch überhaupt nicht die Rede. Ja, das hab ich gelernt, ha! Ich weiß viel mehr als du. Von einer Taschenuhr war die Rede. Also, hör mal, jetzt sag nochmal. Pünktlich wird Radau gemacht. Von morgen 7 bis 7:30. Das ist ein Wecker, weil es Teckel, Teck, Teck, Teck heißt. Ist fein, was? Ja, so ein Schmarrn. Also, das stimmt ganz bestimmt. Ey. Doch, ich bin ja viel gescheiter als du. Aber ich muss jetzt leider weiter lernen. Die Pause ist vorbei. Okay. Also, lieber Eder, lebe wohl. Sole, sole, sol, sol, sol. Hey, Pumuckl! Oh. Pumuckl! Weg war er.
Und diesmal hat er es einfacher gehabt, weil die Pause gerade zu Ende war und die Kinder in die Schulzimmer geströmt sind. Diesmal ist er in eine Klasse geraten, die Erdkundeunterricht gehabt hat. So, geht schön auf eure Plätze. Die Pause ist vorbei. So, komm, komm, komm. Na, setz dich. So, wovon haben wir denn das letzte Mal in Erdkunde gesprochen, Otto? Wir haben von den Bayerischen Seen. Von den Bayerischen Seen haben wir gesprochen. Na, dann erzähl mir mal ein bisschen was. Es gibt große Seen. Große Vorlandseen und kleine Alpenrandseen. Große Vorlandseen und kleine Alpenrandseen. Sie liegen in einer Moränenhügellandschaft. Sie liegen in einer Moränenhügellandschaft. Und woher kommen die Moränenhügel? Von den eiszeitlichen Alpengletschern. Von den eiszeitlichen Alpengletschern. Was ist denn jetzt schon wieder los? Maxl! Ich weiß nicht, das Buch ist ganz von allein runtergefallen. Ja, ja, alles passiert ganz von allein. Mensch, jetzt kann ich denn immer eins haben. Bleib nur gleich stehen, Maxl. Und zähl mir die 5 bayerischen Alpenseen auf. Unsere Alpenrandseen heißen Kochelsee und Königssee. Na, ein bisschen schneller. Königssee und Badewannensee. Psst, nicht einsagen. Ja, und Wannensee. Wie bitte? Du meinst wohl den Walchensee. Ja, den Walchensee. Weiter? Kochelsee, Königssee, Walchensee. Edersee. Edersee. Tegernsee, mein lieber Maxl. Also wenn du schon nichts weißt und nur auf das horchst, was man dir einsagt, dann wasch dir wenigstens die Ohren und sag es richtig nach. Nicht mal unsere 5 Alpenrandseen zu wissen, ist eine Schande. Setzen. Uli, sag du's. Herr Lehrer, Kochelsee, Königssee, Walchensee, Tegernsee. Ist das langweilig. Da gehe ich lieber wieder heim. Was war jetzt das? Also ich muss euch schon sagen, meine Geduld hat auch ihre Grenzen. Wenn noch einmal jemand einen solchen Unsinn sagt, schreibt er die ganzen Seen 100-mal ab. Meister Eder, da bin ich wieder. Ist Lernen anstrengend. Da muss man ja gleich gähnen vor Anstrengung. Ja, ja, das ist ja auch ein Blödsinn, dass du in die Schule gehst. Jetzt bleibst du daheim, lernst ja doch nichts. Ich lerne viel, sehr viel. Ja, sogar. Was denn schon? Nachsagen und Einsagen. Ja, und das Vorsagen. Darf man doch nicht. Was heißt nicht dürfen? Das muss man. Wenn man in der Schule was gefragt wird, dann muss ein ganz anderer flüstern. So. Moränenhügelschaftland. Und der flüstert, der darf dabei in ein Buch schauen. Nur leider ist dem das Buch dabei ja ganz von allein runtergefallen. Ganz von allein? Ja, ganz das von heißt, allein. Dass du es runtergeschmissen hast? Nein, nur ganz nebenbei. Also in der Hauptsache habe ich richtig vorgesagt. Und der Maxl, der hat es auch fast richtig nachgesagt. Aber der Lehrer hat alles falsch verstanden. Wieso? Also das verstehe ich nicht. Also ich habe vorgesagt Badwannensee. Der so. Maxl hat nachgesagt Wannensee. Und der Lehrer, der hat Walchensee verstanden. Ach so, dumm, ja. Nee, dumm. Aber nachsagen, das ist was Feines. Gib mal Acht, ich sage jetzt dir immer was vor und du musst es bloß nachsagen. Ja, also, warte mal. Ich sage, wir haben 5 eiszeitliche Alpengletscher und sehen viele Randseer in der Gähnenlandschaft. Also, komm, na, so ein Schmarrn sag ich nicht noch. Das ist doch kein Schmarrn, das ist Schule. Ach, das ist zu. Lernen. Geh, was du da lernst, dann kannst du ja gleich daheim bleiben. Ich bleibe aber nicht daheim, jetzt erst reicht nicht. Ich werde jetzt gleich noch 1000 Sachen zum dir vorsagen lernen. Jawohl, ich werde so gescheit, dass du ganz dumm bist. Jawohl. Halt, Pumuckl. Gedacht, dass du schlafen willst statt lernen. Na, sowas, es ist ja schon wieder fort. Das wird ja sauer, wenn das so weitergeht. Der Pumuckl ist wirklich noch mal in die Schule. Direkt zwischen den Füßen vom Lehrer ist er mit ins Schulzimmer gekommen. Jetzt hatte die Klasse gerade Zeichenunterricht. Also, ihr zeichnet jetzt diese Schilfkolben und die Schilfblätter ab.
Schaut euch genau die Überschneidungen an. Und nicht so viel schraffieren und schattieren. Einfache, saubere, klare Linien. Na, so schwer ist es nicht, dass man gleich in ein Ui ausbrechen muss. Aber plagen muss man sich ein bisschen. Jawohl. Und ich bitte mir völlige Ruhe aus. Ich muss nur schnell aufs Direktorat. Gerhard, du bist mir für das Benehmen der Klasse verantwortlich. Ja, Herr Lehrer. Also, seid schön brav. Gerhard. Geh, seid still und zeichnet. Magst mein Schilfkolben nicht mitzeichnen, Gerhard? Mein Auge! Mein Auge! Daraus. Da drüben ist ein Kaminkehrer. Viel schönes weißes Papier. Viele schöne Bleistifte. Und gar keine Schilfe. Hilfe! Keine Schilfe! Das reicht sich. Da muss doch der Pumuckl brav sein und zeichnen. Aber keine Schilfe, sondern Schiffe. Spitzen, Bleistift. Geht's doch wieder auf die Plätze, wenn der Lehrer reinkommt. Hier ein Schiff hinmalen, oh, das kann ich fein. Hier das Deck und hier das Heck. So. Und auf das Papier noch eins. Und noch ein Schiff. Hier ein Heck. Und hier ein Deck. Ach los, der Lehrer kommt. Wir haben jetzt auf einem Landungsschiff. Wir haben ein Schiff daher mal. Bei mir ist auch ein Schiff. Bei mir auch. Kann man euch keine 5 Minuten allein lassen? Die Schiffe waren drauf, wie hinzaubert. Lass mal sehen. Richtige Schmiererei. Wie alt seid ihr eigentlich? Wer hat das gemacht? Ein richtig kindisches Geschmier, wie es nur Dummköpfe machen. Ich will gar nicht wissen, wer es war. Aber der Zeichner soll sich merken, dass sein Segelschiff ganz anders aussieht. Wahrscheinlich hat der arme Kerl in seinem Leben noch keins gesehen. Bedauere diesen dummen Tropf. So, und jetzt macht weiter. Werft die albernen Zeichnungen in den Papierkorb. So, und zur Strafe darf 2 Stunden lang überhaupt kein Wort mehr geredet werden. Hans, was kaust du da? Ich habe noch von der Pause... Kaugummi. Während des Unterrichts. Also, in den Papierkorb damit. Das Geschmier und das Gepappers gut zusammen. Ich bin kein dummer Tropf und auch kein dummer Kopf. Ich bin gescheit. Jawohl! Der Lehrer ist dumm. Nur der Lehrer ist dumm. Dem werde ich's aber zeigen. Ich hole die Zeichnungen wieder aus dem Papierkorb. Ich werf den ganzen Papierkorb um. Jawohl! Meine schönen Schiffe. Herr Lehrer, da raffelt was im Papierkorb. Sehr Ruhe. Da ist ein Maßstab. Ja, wollt ihr gleich ruhig sein? Zusammengeknittertes Papier raschelt oft allein. Ich klebe an was. Ui, ui, ich klebe an was Menschlichem. Und wenn ich an was Menschlichem klebe, dann sieht man mich. Und wenn mich einer sieht, dann muss ich in der Schule bleiben. Geh weg, du zähes, klebriges Ding. Weg, 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 weg. Was war das? Der Papierkorb wackelt. Ich will nicht hier bleiben. Weg, weg. Gott sei Dank, ich bin weg. Fort jetzt, ganz schnell fort. Ihr sollt ruhig sein. Das führt euch doch nicht so hysterisch auf. Ihr werdet ihn schon so windschief hingestellt haben. Da, gar nichts ist drin. Weder eine Maus noch sonst was. Wir haben es doch gesehen. Ruhe jetzt. Oh, da bin ich wieder. So. Da bin ich wieder und gehe kein bisschen mehr weg. Ja, sag mal, da bist du ganz auseinander. Ja, bin ganz auseinander. Was war denn los, um Himmels Willen? Nichts war los, im Gegenteil. Ich war festgepappt. Mei, hat dich jemand gesehen? Es war so viel Papier um mich, dass mich niemand hat sehen können. Oh,
Oh, bin ich froh! Das ist in der Schule passiert. Im Papierkorb! Das war ein, also weißt du, da war ein Kaugummi. Ein Kaugummi? Kaugummi? Ja, ein Kaugummi unter meinen Schiffen. Wenn es wenigstens ein anständiger Kautabak gewesen wäre. Ja, aber ich verstehe trotzdem also, nicht. Also, alle Kinder haben Schiffe gemalt. Aha. Und ich habe Schiffe gemalt. Und überhaupt, ich gehe nie mehr in die Schule. Na ja. Der Lehrer weiß ja überhaupt nicht, wie ein Schiff aussieht. Wahrscheinlich hat der arme Kerl in seinem ganzen Leben noch nie ein Schiff gesehen. Okay, komm, jetzt jawohl, übertreibst. Ich bedauere diesen trummen Topf, diesen dummen Tropf, jawohl, in den Papierkorb mit ihm, jawohl. Ja, geh, komm, Pumuckl, also. Und niemand hat gerechnet und niemand hat geschrieben und überhaupt kann ich das ja alles schon, was die können. Ach so. Vorsagen kann ich und ja. Nachsagen ja, kann das ich. Glaube ich. Und zeichnen kann ich, jawohl, ja, die schönsten Schiffe und dichten kann ich. Oh, ich werde jetzt dichten. Ich werde jetzt ein Schulgedicht dichten. Ja, bin ich gespannt, ja. Also, Spule, Spule, Spul, Spul, Spul. Ich gehe nicht mehr in die Schul. Ich bleibe lieber hier daheim, klebe lieber an dem Leim, schau dem Eder immer zu. Ruhe, 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 Ruhe. Ja. Ja, Kinder, so kommt's also, dass unser Pumuckl nie rechnen und schreiben lernen wird. Die Schule ist halt nichts für Kobolde. Leider. Das wäre doch eine feine Ausrede für alle Kinder in der Schule. Der Pumuckl hat's getan. Ich kann überhaupt nichts dafür.